Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Spin Tires auf einer neuen Karte. Wir sind jetzt mal im Multiplayer unterwegs. Und wenn gleich auch mit ein wenig, ja, mehr oder weniger holprigen Schritten dorthin. Machen wir einen ganz ruhigen, ja? Ja, aber wir werden, ja, hoffentlich sehr viel Spaß haben. Ich freue mich. So. Kurze Frage. Wie machen wir es eigentlich? Gehen wir dann erstmal Diesel holen? Ach so, das habe ich. Ich vergesse das nämlich immer. Oder, hör zu, du nimmst dir den Typ C6522, den ich habe. Ja. Steigst du auch in einen ein, das geht ja. Nein. Und du baust die Werkstatt. Doch, das geht. Ach so, eigentlich okay. Schon. Dann tust du nämlich den Werkstattanhänger abbauen. Ich schalte die Werkstatt frei und du besorgst Diesel. Ja, du verstanden? In welchem Fahrzeug bist du jetzt? 6522 neben dir. Ich sehe nur einen. Ah, nee, der ist in mir drin. Nee, das ist gerade leicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Okay, gut. Ich fahre runter und schalte die Werkstatt frei. Du müsstest einen Werkstattanhänger mitnehmen. Ich habe einen dranhängen. Ah, jetzt sehe ich ihn. Okay. Na. Nicht wundern, wenn ich immer mal anhalte. Ich muss schalten. Ah. Kraftstoffkapazität 900 Liter. Ich muss kurz nur schauen, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, mach das. Jo. Aber das ändert sich bald, weil ich mir, ja, ich nehme einen kleinen Fernseher, den habe ich mir besorgt. Also einen kleineren Fernseher und nehme ich als PC-Bildschirm dann. Funktioniert ja. Okay. Manche kaufen sich ja einen PC, also ein Body, ausgestattet. Ja. Und stellen den dann vor einen Fernseher. Fährst du hinter mir her? Ich fahre jetzt erst los. Es tut mir leid. Du musst aber langsam jetzt. Du kannst dir Zeit lassen, weil ich brauche recht viel Wendekreis jetzt gleich. Ja, da runterfahren. Ja, Moment mal. Ich bin. Ah, hier ist die Karte. Ja, fahr du erstmal zu dieser lustigen Werkstatt und ich fahre mal. Und ich kann von der Werkstatt aus ja zum Holz fahren. Stammausgabe. Du, ich aber müsste ich dir eigentlich hinterherfahren, weil. Ah nee, warte. Ich fahre in die andere Richtung. Ich fahre nach rechts. Ich fahre dir nicht hinterher. In die wieso? Richtung. Ja, ja. Wenn du dir mal die Karte genau anguckst, ich bin ein Kartenplaner. Und dann wird dir die Karte sagen, dass, dass der Kraftstoff da halt auch woanders ist. Ne? Aber ja, dann gibt's auch dort hinten woanders noch. Ach, du fährst da lang. Oh lol, oh lol. Ja, deswegen habe ich gesagt, fahr mir hinterher. Wenn was ist, komme ich vorbei, kann aber noch ein bisschen dauern. Nee, ist alles gut. Du wirst im Video. Ich habe mich da umgeschmissen, wo du fährst. Ja, da habe ich mich fast umgeschmissen, aber ich hab nicht können fahren, weil ich so ein wahnsinnig guter Fahrer bin. Ey, ich sag's mal so, ich habe das zwei ganze Maps lang ausgehalten. Das wird jetzt ja wohl auch noch bleiben. Aber ich muss wirklich sagen, die Map der Hügel ist eigentlich so meine Lieblingskarte, weil die die zivilisiertesten Straßen hat. Also die zivilisiertesten Wege. Da sah die Karte. Oh, jetzt kommt meine Lieblingskehre. Ja, erzähl weiter. Da sah die Karte Vulkan schon ganz anders aus. Das ist ja die ich aktuell gespielt habe und jetzt endlich mal abgeschlossen habe. Ich sag nur das Tauchboot. Das Tauchboot, genau. So, mal sehen, ob ich jetzt runtergehe oder nicht. Ich mache jetzt gerade fast auch selbst wieder das Tauchboot. Kommen wir da raus. Ja, natürlich kommen wir da raus. Also wundert euch nicht, falls meine Gänge rumspringen wie die Bekloppten, ich schalte einfach die ganze Zeit. Und ich schalte auch manchmal so, dass ich zum Beispiel im ersten Gang anfahre, dann im zweiten bin und nicht im dritten schalte, sondern gleich im vierten.
Ja, warum schaltest du überhaupt? Weil ich Handschaltung habe und Lenkrad und. Ach so. Ja. Aber man kann sich auch abschleppen hier zur Werkstatt, ne? Ja. Ich habe Gelegenheitsspiel aktiviert. Ja, meiner hat gerade gedacht, er hält mitten an der Steigung mal an und schaltet mal in den ersten Gang. Du fährst Automatik, ne? Ja. Fahr doch 1 plus. Nö. Und ich sollte auf den Weg fahren. Oh. Spuren sind manchmal schon ziemlich praktisch. Fährst du mit einem Anhänger oder Nein, mit dem Aufsatz einfach? Mit dem Aufbau. Da geht mehr rein. Und was soll ich als nächstes machen? Soll ich dann erstmal Holz aufladen gehen? Als ob du schon bei der Werkstatt bist. Noch nicht ganz, aber bald. Ich behaupte, ich bin vor dir da. Vor mir, bei der Werkstatt. Im Optimalfall. Oh, fest. Warte, ich messe mal. Nee, ich möchte mich doch nicht hinabschleppen. Ich habe ungefähr noch 100 Meter. Ich bin jetzt beim Kraftstoff. Ja, wo ist die Werkstatt? Ja, wo ist die? Die ist hier in der Nähe, meine ich. Weit weg von hier. Wir schauen mal. Ach so, ja, die ist da. Ich muss da ganz hinten lang fahren. Okay, dann müssen wir da lang fahren. Egal. Ich bin auf dem Weg zu dir und du bist vor mir da, egal wie. Ich kann mir ja dann schon mal so ein Typ, was weiß ich, wie der heißt. Ich will den Typ D haben, mit dem Kurzholzaufbau. Typ D? D535. Wo ist denn der überhaupt? An der Werkstatt. Nein, hier ist nur ein C4320. Kann gar nicht fahren. Rechts. Ich schaue. Hat 4 Werkstattpunkte abgeliefert. Ich finde hier auf der Spielfahrzeuge, da ist ja nicht mal ein Typ. D. Könnte vielleicht. Verdammt, du hast recht. Ich kotze. Ich nehme den C255, den würde ich ja gerne nehmen. Die muss ich erst freischalten. Ah, ich bin nicht in die Stadt. Warte. Hier auf der Map gibt es bei der Stammausgabe irgendwo. Ja. Wenn das sie überhaupt ist, da gibt es einen LKW. Den CP255. Ja. Wenn ich mich da nicht irre. Nur, wo ist der? Ist das hier der? Der so vor den Verdeckungen ist oder wie? Da bin ich gerade nicht in der Nähe. Nee, ich meine, guck mal auf die Karte. Ja, Oder ist der hier bei der Stammausgabe? Weder noch, der ist da genau in der Mitte. Guck doch selbst auf die Karte, dann siehst du es ja, doch. Ja, ich guck Ja, das ist der. Soll ich den mal freischalten? Wenn du hinkommst, fahr hin. Ich fahr zur Werkstatt. Komm ich. Und schalte unterwegs noch die beiden B130 frei, die da in dieser Stadt da rumstehen. Die da ist. Oder ich. Ich bin da gerade in der Nähe. Fahr du mal zu dem anderen und ich fahr zu den anderen zwei da. Ich frage, wie muss ich denn da mal langfahren? Stimmt, ich fahr mal einfach ein Stück zurück, da bin ich mir noch nicht lang gefahren. Gucken Sie mal auf die Karte, dann wissen Sie es. Ich bin diesen Weg hier hinten auch noch nie lang gefahren. Der ist irgendwie interessant, aber irgendwie gleich auch ein bisschen gruselig. Und ja, ich bin so ein ganz schneller Schalter, ne? Ich war eben im ersten Gang, kaum 5 Sekunden später war ich schon im 5. Gang. Ja, positiv. Nur du musst kuppeln, sonst fügst du deinem LKW Schaden zu. Ja klar, ich habe 0% Schaden bis jetzt. Das sah in deinem ersten Spinners-Video noch anders aus. Ich arbeite auch schön mit der Kupplung. Oh nein, ich muss durch den Fluss. Ja, blöd. Du gehst baden. Dann ist das mein Tauchboot. Okay, ich habe 379 Meter bis zum Ziel.
wenn ich mich festfahre, ne, halt mal die Ohren steif. Ja. So, ich bin in der Stadt und kann jetzt die anderen beiden Lastwagen auch freischalten. Die hätte ich auch freischalten können. Ah, ich bin jetzt gerade auch so an der Werkstatt, der Super. Da bringst du mir gar nichts. Ich habe nämlich nur noch 186 Liter Diesel. Ach du Scheiße, ist das schlammig. Soll ich mit dem C6522 wieder zurückkommen dann? Probier das. Naja, hoffentlich reicht der Diesel bis dahin noch. 182 Liter. Und das ist eine Schlammschlacht wie Sau. Ich verbrauche pro Minute ungefähr 15 Liter Diesel. Nice. So, ich habe den anderen Typ C freigeschaltet. Und parken. Und jetzt erstmal mitten durch den Wald hier. Okay, die Tankstelle ist eröffnet. So. Na, was haben wir denn? Da haben wir doch den... ihn hier. So, was Wen haben mich? Wir denn? Nein. Oh, 3% Schaden, Alter. Voll ein Schlammloch mit der Fahrerkabine. Alter. Und das ist ja kein... Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Bach? Oh, verkackt. Ich versuch's einfach. Okay, es geht tief rein. Es geht richtig tief rein. Aber ich komm raus. Komm schon, Baby, come on. Komm. Bin durchgekommen. Gut. Und einmal ist Fahrerhaus frisch gewaschen. Gut. Come on, Baby, come on. Dieser Typ C255, ne? Ja. Der steht ja richtig gut geparkt. Aha. Willst du den dann gleich mal abholen, wenn der freigeschaltet ist? Kann ich tun. Warte mal, schauen. Mal kurz, ob der... Hat der überhaupt irgendeinen Aufbau drauf? Nee, ne? Wäre mir neu. Warte, ich schaue erstmal. Erste Male. Guck erstmal, gell? Oh, der muss zur Werkstatt. 600% Schaden hat der Typ C255. Nice. Rette ich mich mal hier zur Werkstatt? Ja. Ach, das ist so schwierig immer, ey. Ja, ich möchte mich. Bin da. Ich muss jetzt nur noch meinen anderen. Sag jetzt nicht, der hat nur Differentialsperre. Nee, der hat beides gut. Ich steige jetzt wieder in den Typ C6522 und komme wieder zurückgefahren. Oh, Handbremse angezogen. Ja, machen Sie mal die Handbremse raus, ne? Das wäre sinnvoll. Oder ich rette mich mit dem auch noch zur Werkstatt. Ah, das kostet dann Diesel oder so, ne? Nee. Nicht? Nein. Ich komm gleich, warte. Bin da. Gut. Hier. Bist du denn? Hallo? Ja. Guck auf die Karte. Wo fährst du denn hin? Ach, zum Holz? Ja. Mit was fährst du? Mit dem, wo du den Werkstattauflieger hattest. Mittlerer Holzaufbau, also für mittellanges Holz. Für mittellanges Holz. Also mit okay. Kran auf. Du hast Kran. Ja? Welcher kann denn Langholz? Der normale Holzauflieger und der lange Holzaufbau. Ach, das kann der hier gar nicht, den ich hier nehmen wollte. Nehmen wir den 254.
Ich kann nicht wieder. Ne? Ja, ja, ich weiß. Lange Holzanhänger, ja. Holzauflieger anbauen. Kannst du Langholz aufladen? Ich kann nur mit Langholz aufladen. Ui, und mich im Traum. Wollen wir es versuchen? Wir probieren es. Wenn jeder eine Tour mittellanges Holz fährt, haben wir die Map sofort abgeschlossen. Wenn aber einer Langholz fährt. Dann bringt es trotzdem nichts, weil, ich kann auch Mittelholz nehmen, also mich stört das jetzt nicht, ne? Nimm mittellanges Holz, weil jeder hat dann 4 Ladungspunkte, wir brauchen 8 Punkte, um die Map zu lösen. Dann muss ich mir aber noch einen Kran aufbauen, ne? Das geht gar nicht mit dem hier. Ne, es geht nur mit dem 4320. Oder was du machen kannst, du baust die Ladefläche auf und baust einen Anhänger an. Nee, habe ich nicht vor. Wieso? Das kannst du vergessen, dass ich das mache. Gut. Nur so, wir haben noch den Typ C255, ne? Ja, da geht aber kein Kran dran. Der 255, nicht der 6522. Der 255. Ja, steht gerne. Ich kann auch nochmal reinspringen. Steht bei mir immer noch mitten in der mitten in der Wildnis. Bei mir steht er bei der Werkstatt. Bei mir ist er gesperrt. Ja, du musst ihn selber freischalten. Ach so. Jetzt ich kann nämlich nur einen Wagen mit Kran aufbauen. Einen mittleren Holzanhänger, einen langen Holzanhänger. Ja, und der Wagen mit Kran. Ah, ne, Quatsch. Ja. Ja, und der mittlere Holzanhänger, der reicht doch. Und ja, aber da hast du keinen Kranwagen dafür. Ach so. Argument. Verstanden? Ja, ich habe schon verstanden. Ich gehe gerade auf Station. Ich komme jetzt zu dir. Dann kommst du mit Kurzholzaufbau, dann lade ich dich. Mit Kurzholz? Wenn das ja nicht anders geht bei dir. Ja, ich hätte auch einen anderen jetzt nehmen können, aber du. Baue ich das halt hier bei dem einen wieder ab. Ich hatte nämlich jetzt schon. Mach, wie du es für richtig hältst. Ich kann. Ja, ich komme mit Kurzholz, da komme ich besser mit klar. Gut. Wo ist denn der Diesel? Links von dir. Bei der Werkstatt? Ja. Geht bei mir nichts. Außer 2 Fahrzeuge. Na, obwohl bei der einen Stamm ausgebracht habe. Oh, oder ist das eine andere Map? Was? Auf einer Map kann man doch sogar Diesel bei der Stammausgabe holen. Frag mich jetzt nicht, welche Karte das ist. Ich habe keine Ahnung, ich könnte es jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich meine, das müsste Ebenen müsste das gewesen sein. Mhm. Ist ja nicht so schlimm, notfalls musst du halt mal Diesel holen, ne? Ja. Ich hab Diesel geholt. Mit welchem denn? Mit dem 6522. Kannst du in den mal einsteigen? Ja. Er hier. Ach, da bist du ja. Warte mal. Könntest du mal zu mir gefahren kommen? Stehst du neben mir gerade mit dem Wagen mit Kran oder so? Ja. Ich komme. Ich kann dich auftanken, das reicht schon. Du bist aufgetankt. Warte mal, da steht die Lotte-Attack Typ C265. Ja. Also wechseln? Nee, den kann ich nicht einsteigen. Ach so. Deswegen.
Wie viele Punkte, Holzpunkte hast du dann jetzt? 4. Wenn wir die alle weggebracht haben, die 8 Holzpunkte, ne? Ja. Du wollen hast, wir nicht dann erstmal die ganze Map erkunden? Du hast dann 2 übrigens, ne? Ich weiß. Aber wir könnten doch eigentlich auch mal die Map erkunden. Ja, könnten wir. Ich will jetzt erstmal aufladen. Alter, ich zieh ein paar Spurrillen in den Schlamm, ne? So, wir schalten den Kran ein. Wir fahren die Stütze. Fahr ich überhaupt richtig? Ja, ich glaube schon. Und wir wechseln die Kameraansicht. Fährst du richtig? Ja, du fährst richtig. Fahre diese Straße genau weiter. Okay, 581 Meter noch. Nee, weiter. Aber, ja. So. Aber weißt du, dass mir aufgefallen ist? Ohne Licht siehst du viel mehr im Spiel als mit. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Oh nee, ich will meine Krankünste von dir bewerten lassen. Naja, wie kann man denn den Greifer, wenn du den Stamm gegriffen hast, wie kannst du den dann wieder zurückdrehen? Weil irgendwann kommt er ja an den Punkt, wo er sich nicht weiter dreht. Ja, dann drehst du einfach in die andere Richtung. Mit welcher Taste? R und T. Nicht mit der Leertaste? Nein. Okay. Man darf halt nicht so viel Gas geben, unbedingt im Schlamm. Ich bin 3. Gang Vollgas. Ist es ein Fehler gewesen, dass ich die Straßenbereifung genommen habe? Könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein. Ich kann es dir nicht sagen. Also bis jetzt stört mich nicht. Erstmal einen Schluck trinken. Oh, scheiße. Von Hand laden macht viel mehr Spaß als, als aufgeladen werden. Ja, liebe Zuschauer, ich bin nicht bescheuert. Wo bleibst du eigentlich? Ah, da bist du. Ich sehe dich. Noch ungefähr 170 Meter. Bisschen weniger. Ja. Och nein, bitte jetzt nicht festfahren, oder? Baby, come on, Baby, come on, come on. Bitch. Warum ist die Straße so schleimig? Es wäre zu einfach, wenn sie das nicht wären. Sie hätten ruhig einen Unimog reintun können. Das stimmt. Aber wenn du einmal in Schwung bist, ne? Dann geht's eigentlich. Und wenn du durch ein Wasser durchfährst, wie zum Beispiel durch so einen See oder so irgendwas, du musst schnell sein. Du darfst nicht stehen bleiben, weil dann versinkst. Geschwindigkeit bringt Stabilität. Richtig. So, dann müsste er ja theoretisch irgendwo sein. Da ist er. Der liebe Kraner. Ich kann nicht zufällig durchfahren, oder? Ich glaube nicht. Probieren wir es mal. Nein. Ich muss warten. Ich beobachte dich dabei mit Licht. Blende ich dich? Nein. Schade. Sprit sparen für die Umwelt, Motor aus. Wartest du dann auf mich?
Ja oder nein? Ich muss noch ein. Ja, ich warte. Ich will mir angucken, wie du lädst. So, einen habe ich noch. Am besten finde ich es ja, wie die Autos da immer qualmen dabei, wie so. Ach, ich war auf Fahrzeug wechseln, deswegen konnte ich nicht einfach nur aufs Gas latschen und dann geht er nämlich immer an bei mir. So. Okay. Ich finde dieses Geräusch, den die Scheinwerfer machen, so schön. Ich find's besser, wenn du Motor aus hast. Das Geräusch, wenn du schaltest. Dieses Tsch. Ja, das ist auch geil. So, ich stelle mich mal auf den trockenen Hintergrund, wie zum Beispiel hier. Standest du auch so schräg? Ja, das geht. Die Berufsgenossenschaft sieht es zwar nicht gerne, aber... Ah, hier ist 1 Plus. Was macht 1 Plus noch gleich? Besser im Gelände. Ah, okay. Gut, dass ich das weiß. Okay. Kran. Mit V ein, mit V auswählen. Hä, ja. Und dann, ich bin in der falschen Ansicht. Ich muss immer dahinter sein. Warte erstmal hoch. Ne? Nein, setz dich doch mal in den Kran rein. Wie denn? Indem du auf das Kamerasymbol auf dem Kran klickst. Ach du Scheiße. Ich persönlich mag diese Perspektive. Ich komme damit sehr gut klar. Was wir jetzt drehen vom Greifer? R und T. Ach ja, Kran. Ich glaube, ich kann in dieser Position nicht arbeiten. Ach Gott. Wie kommt man aus der wieder raus? Escape, ne? Nee. Nee, 1. Gut. Als ob, ich hab das so gut getroffen, ne? Und wie findest du meine Krankünste so? Ja, etwas wackelig, aber in Ordnung. Gut, vielleicht liegt es auch einfach nur an der Internetverbindung, dass es ein wenig wackelig aussieht. Man muss dazu sagen, wir laden beide nebenbei ein Video hoch. Das stimmt. Na, meins dürfte schon jetzt in der Bearbeitung sein. Das ist das Geile an so einer guten Internetleitung. Du lädst einfach ein fucking Gigabyte Video in 20 Minuten hoch. Okay. Wie viel Bäume braucht man immer? 4, ne? Du brauchst, glaube ich, 4. Ich habe 3 gebraucht. Also du musst insgesamt 4 Stämme aufladen, also 2-mal zupacken. Und ich habe 3-mal müssen zupacken. Ich erzeuge gerade lustige Soundeffekte. Ich schalte die Scheinwerfer nämlich dauernd an und aus. Fertig. Okay. Gut.
noch eine gute Fahrposition finden. Gut, können wir dann los? Ja, ich komm schon. Gut. Motor komm, läuft. Komm, fahr zu. Dann kommt raus und Feuer. Hat eigentlich irgendjemand eine Idee, wo wir zufällig hin müssen? Du fährst schon weg. Okay. Ich kümmere mich drum. Sag aber Bescheid, wenn du bremst. Ich fahre voll rein. Okay. Ich hab doch Bremslichter, oder nicht? Brems mal. Nichts leuchtet bei dir. Was? Das ist eine An Lüge. Sich die Lichter. Nein, es leuchten deine Brems nochmal. Nix. Lol, okay, naja. Keine Ahnung, vielleicht. Multiplayer. Vielleicht ist es nur ein Bug. So, ich bremse. So, wo müssen wir denn hin? Also, das Ziel ist irgendwo da hinten. Da kam man. Über einen ganz geschickten Weg kam man dahin. Okay. So, wenn ich jetzt lege ich mich jetzt hoffentlich nicht auf die Seite. Fahr noch mal zurück. Warte, bleib stehen. Ich fahre an dir vorbei. Aua. Und jetzt fährst du zu. Falls du nämlich umfällst, fällst du erstmal auf mich. Gut. Hoffe ich zumindest. Ich bin ja so ein guter Fahrer, ich falle ja nicht um. So. Ja, aber ich gleich. Du könntest mal stehen bleiben, weil du mich eh gleich rausziehen musst. Okay. Oder warte, warte. Nur so, es gibt auch Bäume. Fahr zu, ich bin gerade in Schwung. Ja, es ist hier etwas schleimig. Ich fahre im ersten Gang Vollgas hinter dir her fast. Ich schieb dich fast an. Aber vielleicht sollte ich mal gerade den Geländegang ausprobieren, das wäre doch was. Da musst du aber in Schwung sein. Motor unterdreht, achso. Okay, bringt nichts. Bleiben wir beim normalen. Also ich kann ja auch während des Fahrens schalten, stimmt. Aber wenn du in Schwung bist, erstmal so zweiter, dritter Gang, ne? Dann kannst du auch in 1 Plus schalten. Okay, das wäre jetzt der Fall. Ich könnte es versuchen. So, jetzt bin drin. Er ist fast so schnell wie manuell im dritten Gang. Ich schieb dich an, ne? Oh shit, beinahe umgekippt. Oh nein, fahren. Muss ich helfen? Anscheinend nicht. Nein, ich schieb nur an, ne? Ach so, okay, ja, das sehe ich ja nicht. Aber 1 Plus rockt wirklich. Ja, hab ich doch gesagt. Oh shit. Was denn? Alles unter Kontrolle? Ja, wenn du umkippst, Alter, ich... Ich glaube, ich kipp noch eher um als du. Hallo, kannst du mal schneller davon? Jetzt hetz mal nicht hier. Wenn aus meinem LKW Rauch rauskommt, ist das schlecht. Hast du Schaden? 6%. 6 von 600. Ich habe 114 von 600, warum auch immer. Läuft bei dir, du bist irgendwie über Bäume gefahren. Nee, ich glaube in Wasser, da war ein Stein, da bin ich voll dagegen gefahren. Ah, oder da hast du den Motor eigentlich abgelegt. Nee, das habe ich auch nicht geschafft.
Du scheiße Mutter, abgewürgt, du hast es gesagt. Das geht so. Ich hol dich ein, ich hol dich ein. Oh, Alter. Entschuldigung. Nimm mal die Kupplung nicht, ne? Hä, hey, wo geht's denn jetzt lang? Ah, ich muss links, okay. Oh, man sollte halt nicht den dritten Gang anfangen. Der Schnuffer. Gut. In Ends Plus. Ist fett. Und dann noch ein bisschen schön. Mit der Windel. Warte, ich kann schieben. Warte, ich muss in die normale 1 zurückschalten. Die Gelände und das jetzt noch rausnehmen. Und dann vielleicht. Das Schöne ist, die Kupplung hier von dem LKW, in dem ich fahre, reagiert wie im echten Auto. Wenn du sie trittst, rollst du weg. Wenn du sie kommen lässt, bleibt er stehen und rollt langsam vorwärts. So. Mehr als schieben geht nicht. Ja, super. Und die Winde reicht auch nicht aus. Kann ich an dir vorbei? Komm ich an dir vorbei? Keine Ahnung. Warte, bleib stehen. Beweg dich mal nicht. Und dann. Ah, scheiße, abgewürgt fast. Irgendwo häng ich. Ja. Ineinander gekeilt. Geil. Warte, ich versuch's nochmal. Mehr ausholen. Oh yes. Oh. Vorsicht, oh, ja. Vor dir ist ein Baum. Ja, ich sehe den schon. Ich fahre jetzt ein Stückchen hochwärts. Und hochwärts? Versuche. Na, hier einen Berg hoch muss man doch, ja, oder? Ja, klar. Ich muss halt selbst erstmal hochkommen, ne? Ein Stück. Guck mal, ob du dich anhängen kannst an mich. Mhm. Das kann ich. Danke. Ich fahr mich selber fest gleich. Warte mal. Mal nichts machen weiter. Du ziehst mich sonst in. Warte. Bist du noch angehangen? Nein. Fahr mal weiter und fahr mal aus meinem Seilbereich raus, bitte. Ja, ich versuche hier hochzukommen, ohne umzukippen, ja? Ich kann dich auch anhängen wieder, ne? Stopp! Wenn du. Ich sink ein. Als ob. Ich muss in Bewegung bleiben ein bisschen. Muss ich zu dir kommen noch ein Stück? Ich fürchte. Ja, stopp. Reicht. Jetzt muss ich zusehen, dass ich ganz schnell hier wegkomme. Weil sonst stecken wir gleich beide fest. Nein, ich stecke im Prinzip nicht fest, sondern ich stecke. Ich komme nur den. Zu fett. Ich komme nur den Berg nicht rauf. Ach, ich muss mich auch hochziehen. Das ist sinnvoll. Ich muss auch auf F drücken, nicht? Ich mache, was ich will. Ich bleibe stehen. Ich komme nicht weg. Sekunde, ich habe eine Idee. Yeah, jetzt hör mal auf, so zu ziehen. Finden du bist auswählen. Lose. Wo müssen wir denn hin? Ich lasse dich wieder vorne weg. Du fährst den Berg einfach runter und dann kommt unten wieder der Weg und da musst du rechts abbiegen. Die Fahrt ist ewig lang. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Also müssen wir eigentlich hier hin, Berg runter und dann zur Werkstatt und statt da links abzubiegen einfach da geradeaus? Nicht ganz. Ich zeig's dir. Nee, wir müssen dann eigentlich hier mal weiterkommen.
Ja, ich komme weiter, ich komme weiter. Los! Bist du vor mir? Nein. Das würdest du doch sehen. Ich komme durch den Matsch durch. Hallo, ich habe Straßenbereifung drauf und. Das war ein Fehler. Wieso wird die noch schlammiger, die Strecke? Willst du wieder vorbei? Nee, dauert noch ein bisschen. Soll ich in der Zeit noch schnell zur Werkstatt fahren und mir andere Räder drauf machen? Nee, bringt nichts, ich bin schon da. Aber schöne Idee. Jetzt haben wir ja Asphaltstraße. Allrad und Differenzialsperre. Differenz. Na, ich lasse es lieber beides mal an. Das ist drin, kann ich verkehrt sein. Ich sollte nicht zu schnell fahren. Du musst gleich schön vorsichtig machen. Ich bin jetzt schon am Berg. Ich bin schon durch das Wasser durch. Ich weiß, ich bin hinter dir. Ich bin die Strecke selber schon mal mit genau diesem LKW hochgefahren. Also, ich weiß, was ich mache. Ich habe das mit Langholz versucht, ja? Mhm. Das ging wohl nicht. Nee, zwei, die Kehre davon habe ich geschafft, aber die nächste nicht mehr. Fahren wir dann beide noch mal so eine Fuhre oder du noch mal kurz Holz mit? Autsch. Ja, gegen die Wand fahren ist dumm. Das bringt nämlich 20 Schaden. Das Schöne ist, ich kann zurückrollen lassen. Ja. Du kennst doch das LS-Lenkrad, ne? Ja. Findest du das gut oder scheiße? Ich find's eigentlich... Oh, da ist Abwang. Ja, du bist... Wie findest du es? Ich find's eigentlich ganz gut. Aber ich hab's nicht, deswegen. Würdest du es dir kaufen? Nein, weil es ist so unfassbar teuer. Ja, für so einen Plastikbomber, ne? Ja, aber ich sag's mal so, die Seitenkonsole ist ja dabei. Ich kann's auch extra kaufen. Ja. Als ob ich nicht zurückrollen kann. Naja, ich überleg's mir, ob ich mir die Seitenkonsole hole, weil das ja kompatibel mit dem G29 ist. Na gut, ich habe ja halt noch gar kein Lenkrad. Na, musst du dir überlegen. Und könntest du dann, wenn du wieder auf gerade Strecke bist, mal auf mich warten? Ich lieg gleich. Oh. Oder auch nicht. Oh, ich habe nur noch 60 Liter Kraftstoff. Ich schalte mal meinen Motor aus. Wie wär's denn, wenn wir beide jetzt mal oben hier zur Werkstatt schnell fahren? Da kriegst du ja immer ein bisschen mehr Diesel, ne? Steht da noch. Und ich kann. Oder du holst deinen LKW hoch, den du hattest. Das könnte ich tun. Ja, den. Wie viel ist denn da überhaupt noch drin? Weil ich fahre jetzt schnell zur Werkstatt und mache mir andere Räder drauf. Da sind noch 1069 Liter drin. Hast du den. Ach, du hast nur den Aufbau genommen, ne? Ja. Ich habe immer den Tankwagen genommen. Als den Anhänger. Ah. Das war auch immer ein Fehler. Gut, ich habe die Geländeräder drauf. Ja, ich bin auf dem Weg. Der Sprit ist auf dem Weg. Bin auch wieder repariert.
Wo hattest du denn Betriebspraktikum in der 9. Klasse gemacht, wenn ihr das hattet? Bei uns an der Uni. Ach so. Und warum? Was für ein Bereich? Zentrum für Information und Kommunikation, also die Informatikabteilung. Okay. Na, ich hab's im Februar, das Betriebspraktikum. Ich frag, morgen kommt einer, den frage ich, der hat eine eigene Autowerkstatt, Kfz-Mechatroniker, ne? Mhm. Den frage ich, dann würde ich auch bei der Polizei anfragen. Okay. Und dann entscheide ich halt. Und von einem Autohaus habe ich schon, ist okay, also bei denen könnte ich dann ein Praktikum machen. Okay. Ich stelle mich mal neben dein. Oh Scheiße. Voll gegen Baum. Beziehungsweise ich stelle mich mal vor deinen, dass du mit dem Tankwagen kommen kannst. Ja. Kommt keiner vorbei, so wie ich geparkt habe. Ja und hier. Ey, auf dieser Karte Verkehr wäre doch auch lustig. Ja, bleib einfach am Berg wieder stehen und schalte in den ersten Gang zurück, du Vollidiot. Naja. Muss man die Logik dieses Lastwagens verstehen? Nein. Mm-mm. Klare Antwort. Hör zu, ein Ehepaar kauft ein Wasserbett. Der Mann hängt ein Schild darüber, hier erwarten dich Wogen der Erotik. Eine Woche später ändert die Frau das Schild in totes Meer. Ich muss trinken. Ich habe eine Flasche Wasser hier oben rumrammeln irgendwo. Sekunde? Mhm. Wenn ich fragen darf, was hast du für einen Schulranzen? Wenn du überhaupt einen hast. Ja, ich hab einen. Und zwar in No Name, das war mal eine Laptop-Computertasche aus dem Aldi. Mhm. Ich hab von Dakin einen. Kennst du die Marke? Ja. Da habe ich einen in grauen Carbon. Kannst du mich dann auch nochmal voll tanken? Habe ich gerade getan. Wo parkst du jetzt die Mühle? Wäre an der Werkstatt sinnvoll? Nein, stellen an den Straßenrand. Ja. Weil ich glaube, wir brauchen den nochmal. Ja, könnte sein. Wir müssen den aber irgendwann dann nochmal voll machen. Ja. Stellen mal hier ins. Was ist denn, wenn du fertig bist und hast das Holz fertig abgeliefert, ne? Ja. Wird die Map auf einmal selber beendet, oder? Nein, ich kann noch was draus machen. So. Also du kannst noch erkunden, wenn man das möchte. Ja, klar. Cool. So, bist du bereit? Ich fahr schon an die Seite für dich. Ich komm vorbei, fall nicht um. Ich fall nicht um. Ist besser so. LMO. Let's move on. Ich schieb dich gleich an. Weil wir müssen ja noch mal eine Ladung Holz dann holen. Ja.
Vollstoff? Ja, ich habe halt Allrad- und Differentialsperre draußen. Weil es Straße ist. Schadet das? Nee, ne? Es braucht mehr Kraftstoff. Das ist die eigentlich schon. Das ist die 11 einzige Liter Diesel verbraucht. 12. Das ist die einzige Map, wo es hier so eine anständige Straße noch gibt. Flussüberquerung auch. Echt? Ja, stimmt. Aber wenn du dich da einfach festfährst, bist du so gefickt, ey. Ja, definitiv. Ich spreche aus Erfahrung. Ich fand diese Map hier aber die coolste von allen. Wollen wir mit Bieren? Ja? Hm? Was? Wollen wir mal Langholz probieren? Ein LKW. Bringt uns ja nicht besonders mehr. Ja, aber man kann es ja mal probieren, oder nicht? Wozu? Einfach mal versuchen, ob man umkippt auf der Map oder ey, nicht. Hier ist das Ziel, ne? Als ob. Diese Asphaltstraße geht einfach bis direkt vors Ziel. So, und Ablauf. Ist doch lustig, oder? Das ist nämlich das Coole an dieser Karte. Diese fucking Asphaltstraße führt nämlich genau durch die Verdeckung durch, genau ans Ziel. Durch. Ja? Fährst du jetzt nochmal Holz holen? Ja, und du kannst die Verdeckung aufdecken. Ich hätte auch Holz holen fahren können, also. Nee, ich brauche nur noch eine Ladung von mir. Eigentlich reicht eine Ladung Kurzholz, um das Ziel zu erfüllen. Ja, eben. Und ich habe Kurzholz dran. Ja, gut. Wo muss ich denn da nochmal hin? Kannst du dir aber einen anderen LKW und mitfahren? Falls ich mich nämlich festfahre, bin ich nämlich am Arsch. Ja, kann ich tun. Oder kannst du den C255 fahren? Nee, ne? Für Kurzholz oder was? Ja, den ich hab gerade. Ach so, nee, der ist ja bei mir noch gesperrt. Glaube ich. Jetzt gebe ich Vollstoff. Ich gebe auch Vollstoff. Das schaukelt so schön, wenn man über diese Hügel drüber fährt, über diese Hügel. Die Physik ist interessant gestaltet, mal wieder. Sie ist etwas träge. Wie lange nehmen wir denn auf schon? 53 Minuten 41. Doch, das geht ja noch. Ja. Oder du fährst letztens vor Kurzholz und ich fahr hinter dir her. Ich fahr mal kurz zur Werkstatt, diesen dämlichen Anhänger abgeben. Weil du kannst nämlich deinen umbauen. Keine Ahnung, in welchem kann ich denn herfahren, aber nicht im Typ B, ne? Der hat eine Differentialsperre. Ich bin eine zu früh reingefahren, verflucht. Komm ich da durch? Ja. Da komm ich also was durch. Soll ich jetzt machen? Sag an. Warte, ich muss kurz nachdenken. Geschafft. Da war so eine Furzbrücke. Da musste ich drüber. Die war sehr eng. Und da ist noch so eine Furzbrücke. Also komm, sag an, was soll ich jetzt machen? Warte, ich kann es dir gleich sagen, wenn ich an dieser scheiß Werkstatt bin. Komm erst mal zur Werkstatt. Ich muss nämlich einfach reparieren, ich hab Schaden.
Jetzt wäre halt dieser Typ A69 oder was das ist, dieser Erkundungs-Jeep cool. Ja. Was soll ich machen? Nimm dir doch den Tankwagen. Den kann ich ja nicht einsteigen, ist ja deiner. Verflucht. Oder du baust bei dir einfach einen Kurzholz mit Kran an. Kann ich auf den nicht. Kannst du in meinen einsteigen? Warte mal, versuchen. Fahrzeug wechseln. Steig mal in den Typ. Nee, ich kann 200. Ich kann nur in den B130 neben mir. Deiner ist nicht existent für mich. So. Ist mir jetzt aber Schnurz. Was machst du jetzt? Ich fahre jetzt Holz. Wie denn ohne Kran? Indem man auch sich tatsächlich laden lassen kann an dieser Holzausgabe, wo wir gerade waren. Ja, was soll ich jetzt machen? Sag an. Ja, du kannst die Map erkunden mit irgendwas anderem. Keine Ahnung. Okay, da baue ich mal den Wagen mit Kran ab. Was könnte ich denn dafür gebrauchen? Nicht gar nichts. Aber geh du mal Sprit hole. Mach ich. Alter, hier runter zu fahren ist richtig nice. Diese ja. Serpentinen. Ich fahr zur Kraftstoff. Ja. An der Werkstatt rechts kann ich ja, ne? Fahr doch mal zu dem Kraftstoff, der da. Ach, mitten, verdeckt ist. Der da mitten da in der Verdeckung drin ist. Fahr da mal hin und klapper dabei die Verdeckungen ab. Tank dich vorher nochmal an dem anderen voll. Das hätte ich auch machen sollen, aber das reicht jetzt. Ich habe ja nicht so schwer zu arbeiten. Und wenn nicht, weiß ich ja, wo der andere steht. Ach, Wendekreise sind so schön. Jetzt muss ich ja erstmal auf die Map gucken. Also wäre es eigentlich gut, wenn ich die Serpentinen. Nee. Fahr die erst, weil ich weiß nicht. Das musst du wissen. Weil bei den Serpentinen kann ich ja dein Dings, wenn du da eben gut durchgefahren bist, ne? Und da ja. Wird es noch eine Strecke zu dieser verschissenen Verdeckung geben. Gibt's auch. Und Sprit. Ich habe 270 Liter. Von 270 wahrscheinlich. Von 330. Ach ja, geht ja noch. Es läuft mit dem Ding falsch. Allradluftsperre drin und er rutscht wie eine Sau. Oh, da ist ein verschissener kleiner Drücker. Ja, ich werde mal versuchen, ob ich mich überhaupt voll tanken kann bei deinem. Nee, das hier wird, stehen. Das wird nicht gehen, weil da musst du ja einsteigen, um dich voll zu tanken. Aber ich fahre gerade zum Typ C255. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt.
Das hasse ich ja an den Serpentinen. Dass es da recht so steil runter geht. Ja. Okay, ich bin jetzt schon mal eine Straße weiter unten, nur falsch rum. So, ich könnte dir... Nee, ich fahr... So, wie komme ich jetzt da wieder raus? Brauchst du Hilfe? Nee, ich stehe nur irgendwo im Wald und habe keine Ahnung, wo es rausgeht. Das ist alles. Und ich probiere jetzt einfach mal irgendwas. Irgendeinen verdammten Weg muss es ja geben. Ich muss mal auf die Map gehen, gucken. Okay, ich bin jetzt hier an dem Stückchen da, ne? Ich lege mir einfach mal den Weg zur Verdeckung. Das heißt jetzt links. Hoffentlich ist das nicht tief, also jetzt ruhig bleiben, ne? Falls ich hier... Ach du Scheiße. Ich finde einen Weg, ich finde ihn. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Das hat so oft schon hier in dieses Spiel gepasst. Das könnte der Titelsong von Spintire sein. Was ist eigentlich dein offizieller Titelsong, inoffizieller Titelsong für den Landwirtschaftssimulator 17? Ist mir noch keiner eingefallen. Wieso deiner? Ich bin immer noch am Suchen, weil für den 15er gab es einen eindeutigen. Welcher? Outside von Ellie Goulding. Ich muss jetzt erstmal hier an die Seite hochfahren. Alter, kurz Pause. Jetzt wollen wir für den alten Mann Rückwärtsgang und wieder rein ins Wasser. Ich fahre halt gegen die Ströme. Ne? Ah. Gefährlicher Wasserstand. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich nichts mehr. Doch, es bewegt sich noch was. Come on, baby, come on, come on, come on, come on, come on. Alter, wo ist bitte diese verschissene Verdeckung? Die sind sehr gut versteckt. Dort, wo das ja, ich merk's. Steht, dort ist das Zentrum der Verdeckung. Zur Information. Ja, ich kann aber gerade nicht einen senkrechten Berg hochfahren. Ja, das ist gut. Ich muss auch raus aus dem Wasser. Ne, ich finde. Weil man kann ja schräg zum Berg fahren meistens. Funktioniert das überhaupt eigentlich schon, ne? Manchmal ja. Soll ich es riskieren? Ach, wenn ich umkipp, dann ist es so. Test. Mal sehen, schafft er hier Steigung? Erster Gang Vollgas. Also hier, dieser Weg wird kein leichter sein, ne? Ja. Das Lied passt jetzt schon wieder. Sag ich doch. Das könnte der Titelsong sein. Come on, baby, come on. Guck einfach, was ich meine mit dem Bergauf. Was? Guck einfach dann bei meinem Video, was ich meine mit Bergauffahren. Ja, werde ich tun. Ich stehe auf dem Gasberg auf und brauche 12 Liter pro Minute. Ich fahre gerade mit 17 Liter pro Minute. Nee, senkrecht fahren ist nicht. Okay. Nur abrutschen ist. Oh, verschissen, aber mal trocken auf Kies gefurzt. Come on, baby, komm schon.
Kletterer! Den Erfolg habe ich letztens auch freigeschaltet. Fahre 50 Meter einen sehr steilen Berg hinauf. Als ob es den gibt. Ja. Alter. Ich war genauso überrascht. Wie viel ich einfach geschafft habe. Oh scheiße, ich häng fest. Oh, come on, baby. Come on. Oh, ein letztes Mal, komm. Okay, jetzt hänge ich zwischen zwei Bäumen fest. Gut. Aber nein, jetzt nicht mehr ganz. Jetzt muss ich hier... Come on. Einmal bitte noch mehr. Sonst noch irgendwas Neues? Ja, ich fahre mich fest. Und das ganz schön tief. Noch ein paar mehr Updates. Ich lege ich fast gleich im Baum raus. Ah, ich lag gerade fast auf der Seite, aber ich konnte es verhindern. Oh, ich hab's ja richtig weit geschafft. Liegst du auf der Seite? Nee, zum Glück nicht. Aber ich hänge an einem verschissenen Baum fest. Mit dem Tankwagen. Ah ja. Come on. Ja, genau. So machst du das richtig. Was denn passiert? Nee, ich sehe hier nur gerade was. Was denn? Das sieht hier echt katastrophal aus. Was? Guck mein Video oder guck auf die Karte. Darf ich fragen, was du da machst? Ich kotz gleich. Warum? So. Okay. Tschüss. Da ist ein 130. Ja. Wieso? Was? Wieso? Tschüss. Tschüss, Verdeckung. Ich hab einen Plan. Oh mein Gott. Und das ist gerade. Oh, es ist 0 Uhr. Krass. Ah, guten Morgen. Ja, Samstag, 19. August. Sascha LKW vernünftig hat ein Video hochgeladen. Das werde ich mir später anschauen. Hallo, wo es meistens bergab geht, ne? Ja, geht's. Geht irgendwo auch eine Straße hoch. Das kann sein. Also, ne, ich weiß nicht, wie ich hierher komme, weiterfahren soll. Ich komme nirgendwo lang. Am besten wäre es, ich rette mich zu einer Werkstatt, lass mich reparieren und fahre Richtung Holz, Stammausgabe und Tutinverdeckung irgendwie bekommen. Das wird, ist das Einzige, was mich noch retten kann. Nochmal versuchen, ich bin bei der Werkstatt. Try again. Übrigens ist das Ganze interessanter, was ich mache, wenn man weiß, dass ich voll mit Holz geladen bin. Autsch. Ich komme gleich wieder, ja? Mhm.
ist das. Oder? Nee, doch nicht. Was? Das ist alles mit Fracht. So. Yeah. Es gibt einen Weg. Nein! Ich bin so dumm. Ja, jetzt ist es eh wurscht, ne? Nehmen wir mal den hier. Standard Change. Wagen wir mal anbauen. Ja. Ich bin wieder da. Gut. Wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf, Spin Tires? 1:13. Und wir machen noch weiter. Als ob du die Verdeckung genommen hast, alle mitfasst. Wo fährst du denn gerade? Ich bin gerade an der Werkstatt. Ich habe es geschafft, mich auf die Seite zu legen. Bei welcher Werkstatt? Bei der ersten, wo wir angefangen haben. Und zwar war ich nämlich gerade auf dem Weg zum Kraftstoff, aber ich fahre jetzt mit meinem C255 weiter. Der ist nämlich cooler. So. Ich fahre jetzt da, wo man den C255 freischalten konnte, hin. Ja. Von dort aus werde ich rüberziehen und dann den Berg hochkommen vielleicht. Oder nee, ich fahre lieber fast bis zu. Ist ja nämlich auch eine Stammausgabe. Könntest du mal die Zeit vorspulen? Wieso das denn? Weil es stockfinster ist. Zeit kann nicht übersprungen werden. Ey, wieso? Weil es nicht geht. Ach doch, jetzt sehe ich was. Das ging doch aber immer im Gelegenheitsspiel. Hallo, das hier ist Multiplayer? Vielleicht ist. Ja, tschüss. Das ist ein bisschen anders da. Ein bisschen, gell? Ja. Ja, ja. Ayo. Muss ich das mal zusehen. So, wie komme ich denn jetzt an dem Stück hier? Meine Fresse. Steht's an? Ah ja. Okay. Frage. Wollen wir auch noch einen Mitspieler für Spin Tires suchen? Ich könnte drauf verzichten. Gut, dann nicht. Aus welchem Grunde?
Ich sehe im Moment einfach noch keinen Bedarf. Ja, ich sehe gerade einen Felix, der sich festfährt. Oh, du bist ganz in meiner Nähe. Warte, ich komme. Nee, geht. Nee, ich muss eh da lang. Oder? Muss ich da lang? Oder muss ich nicht da lang? Wo fahr ich denn lang, Alter? Ich fahr ja wie so ein Gift. Ich muss da lang. Anders bringt's mir gar nichts. Scheiße, ich bin falsch gefahren, oder? Nee, bin ich nicht. Ich muss mal kurz was schauen. Scheiße, wo ist der Weg? Okay, die Videos laden. Ja, kurz mal Bildschirmaufnahme von meinem, aber gut. So, ich bin wieder in der 1 Plus unterwegs. Ich im 5. Gang. Und stecke fest. Wo steckst du denn? Soll ich helfen kommen? Nee. Wozu gibt's sowas wie Bäume? Aber was traurig ist, der Unimog fehlt. Ja, es gibt ihn aber als Mod. Muss man sich dafür anmelden bei Modhoster? Hallo, im Workshop vielleicht, aber naja. Bei Steam? Ja. Yeah. Kostet der Geld? Nein, Workshop kostet kein Geld. Den kann man sich einfach so runterladen. Hallo? Ja, warte mal kurz. Was ist denn los? Ich mach mal 5 Stunden. Hm? Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Was war denn los? Ich hab jetzt also schon eine Person nicht mehr gehabt, was ich interessant. Meine Mutter kam gerade vorbei und meinte, ja, es ist nachts willkommen. Ich mach jetzt nur bei dem Bahnleuchter aus. Wir sind hier eben fertig. Aber Moment. Jetzt mache ich wieder mein verdammtes Fenster auf. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr mehr Videos mit Benne wollt. So. Gut. Alter, ich werde von der Strömung nach links weggetrieben. Ich sehe es. Wo bist du denn? Ich habe es auf der Karte gesehen. Ach, wie ich weggetrieben werde. Ja. Du machst okay. So einen leichten Knick nach rechts. Okay, ich muss hier geradeaus weiter. Und dann einfach eigentlich geradeaus weiter. Ne? Geradeaus weiter, geradeaus weiter, geradeaus weiter. Oh, hier sind Ficksteine. Was sind denn Ficksteine? Erklär uns den Zuschauern doch mal bitte, was Ficksteine sind. Die Folge blockieren heißt... Blockieren wir den Weg. Die Folge heißt Modvorstellung. Ficksteine, ich bin zu weit gefahren. egal. Das sollte nichts machen. Wann wollen wir das Video überhaupt hochladen? Weil wir haben jetzt etwas für Sonntag und für Montag. Mach's dann wahrscheinlich für Dienstag oder so. Oder für wann anders, keine Ahnung. Es geht ja jetzt weniger. Also das ist wirklich so. Ich will die Folge auch nicht teilen, sondern das ist so, wir spielen zusammen und das ist gut so. Scheißegal wie lange. Richtig. Wer es anguckt, ist ein Fan, wer nicht, ist ein Arschloch. Nein. Nein, ist ein Hater halt, die mögen das halt nicht, ne? Ja. Ich fahr jetzt mal zu dieser anderen Stammausgabe geflucht. Weißt du, was geil wäre? Wenn in Spintires noch Tiere wären.
Also so Rehe. Oder so eine Wildsau. Ja. Wenn du sie nicht siehst, sie voll mitnimmst, Alter. Das will ich. Ja. Und ich fahre mich gerade nicht im Wasser fest. Gut. Soll auch so bleiben. Wo fährst du denn lang? Ich fahre auf dem Weg einfach weiter. Und wenn man im Wasser halt anhält, ist es blöd. Ey, Motor zum 5. Mal abgewürgt auf der Strecke. Geht's da rein? Nee, da geht's auch wieder raus. Ja, gut, nice, ich kann hier reinfahren. So, 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 so und einmal hier über den Bech drüber. Produzierst du für die Woche Videos vor oder machst du das nach der Schule? Ich mach's abends ab 21 Uhr. Fragen wir mal die Bäume. Und wann gehst du dann schlafen überhaupt? 23 Uhr. Oh. Warum? Das. Bist du dann am nächsten Tag wach? Ja. Als ob. Wann stehst du auf? 6.30 Uhr. 6.05 Uhr. Klingelt mein Wecker. Was war das jetzt für eine Scheiße? Gang ist rausgesprungen. Tja, Pech. Das ist blöd. Ja, ich habe auch nur 6 Schaden zum Glück. Es ist doch gar kein Weg. Das ist Mondlandschaft. Aber gut. Muss gehen, weil... Weißt du, was mich in Euro Truck Simulator 2 nervt? Nein. Dass es keine Pässe gibt. Pässe? Achso, ja, Bergpässe. Ja. Ja. Das müsste es noch geben. Ja, dazu gibt es ja andere Karten. Karten? Andere? Ja, musst aber immer eine neue Karriere anfangen. Oh nein! Okay, ich weiß, wo ich bin. Das ist wieder so ein Scheißfeld. So ein... Wie heißen denn die Karten zum Beispiel? Die Truck Sim Map oder so. Oder die... Wie heißen die noch? Es gibt viele Karten. So. Ja, als ob, das ist mir gar nicht so aufgefallen. 3. Wir arbeiten wieder mit dem Kran. 5, 6, 7. Ach, du musst Holz holen? Ach, ja. Du bist ja umgekippt, stimmt ja. Ich arbeite jetzt aber mit Kran. Naja, wenn du auf die Map guckst, ich kämpfe mich noch einen Berg hoch. Erstmal kurz hier schauen. Hier ist das Ding. Okay, ich muss noch ein Stück höher. Also ich habe es geschafft im 4. Gang bergauf. Aber weißt du, was auch sinnlos ist? Nee. Alle, die YouTuber hauptberuflich betreiben, kaufen sich noch ein extra Mikrofon. Das finde ich irgendwie so sinnlos. Scheiße. Also meine Meinung dazu. Da drüben ist die Verdeckung. Oh nein, diese Stelle kenne ich. Oh nein, 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 nein. Kennst du zufällig Line Gamer 1? Ja. Wo ich ein, zwei Jahre jünger war, habe ich immer Spin Tires bei dem geguckt. Und ich bin genau an der gleichen Stelle, wo er sich mal festgefahren hat. Oh krass. Okay, gleich ist die Verdeckung frei, gleich ist sie frei, gleich, gleich, gleich. Okay, ich darf halt jetzt hier... Och, ich halte einfach an, fertig. Ach du Scheiße. Da ist ein K700. Als ob. Ja, als ob. Ist so. Krass. Den schalte ich frei. Mach das. Ah, du hast ihn aber dann nicht, ne? Jo, dafür habe ich einen coolen Kranwagen. Ja, ich einen Tankwagen. Den feiere ich ja richtig, den K700. Der gute Kirovets. Du machst Russisch als Fremdsprache, oder? Nein. Latein? Nein. Französisch? Nein. Was denn dann? Spanisch? Englisch. Hä?
zweite Fremdsprache. Gibt's nicht mehr. Man muss sich. Im Saarland musst du nur in einer Fremdsprache ins Abitur. Alter. In Thüringen musst du in. Oh, ich glaube Englisch. Und dann kannst du es dir aussuchen, Latein oder sowas war es noch. Latein, Russisch oder Französisch. Da konnte man das abwählen. Ich glaube, man konnte auch Französisch abwählen. Muss dafür aber dann Latein oder Russisch machen. Alter, ist das schlammig auf diesem Feld, wo ich jetzt drüber fahre. Hier, wo so Gras ist, da bist du vorhin bestimmt auch drüber gefahren, oder? Das kann sein. Warte, ich gucke, wo bist du? Das war so welliger Boden, ne, wo ich gerade fahre. Ah, hier. Das macht so richtig Spaß. Achso, nee, da bin ich nicht drüber gefahren. Aber da ist der Casino. Das dürfen so Felder oder so irgendwas sein. Ja. Da hüpfst du immer. K700 freigeschaltet. Wollen wir doch mal gucken, ob da überhaupt Sprit drin ist. Ich sag's also, der K700 ist das ideale Expeditionsfahrzeug. Was mich ja, an dem ich nur, halt nur kein Diesel. Was mich an das dem nur immer angekotzt hat, war die Tatsache, dass man mit dem kein Holz transportieren konnte. Ich habe eine saugeile Idee. Bergab kann man ja rollen, ne? Ja. Ich bin hier auf einem Berg. Mhm. Da kann man ja meistens runterfahren mit dem LKW. Und dann kann ich nämlich den C, schieß mich Tour 255 ist das glaube ich, zur Dings schleppen lassen, zur Werkstatt. Mhm. Und ich fahre mit dem K700 weiter. Das wäre machbar. Okay, nee, da kann ich nicht lang fahren. Da ist ein Berg. So. Gut, ich kann weiterfahren. Ich fahre einfach dazu. Und reichen 88 Liter noch bis zur Tanke? Hoffentlich. Guck einfach mal kurz, wo ich bin. Ja, du fährst einfach den Berg darunter. Ja, geht nicht. Da ist noch ein Berg davor. Das Graue ist ein Berg. Du musst links von dem grauen Berg durch den Wald durchfahren und dann kannst du da einfach runterfahren. Dann auch da, wo ich jetzt hin ziele, ne? Das siehst du ja. Ja. Kann ich da auch einfach in den Wald rechts rein? Mehr rechts halten. Jetzt geradeaus. Links. Da war ein Baum. Ja. Alter, das ist so ein richtig Assi-Birkenwald. Kämpf dich da einfach mal durch. Sag ich nicht. Aha. Ja, okay. Man kommt halt nicht an den Bäumen meistens vorbei, ne? Ja, das ist halt dumm. Nur weil ich wäre jetzt nämlich vorgefahren, dann bis zur ersten Serpentine und dann runter. Ah, durchgekommen. Und hier einfach geradeaus, ne? Warte. Hoffentlich geht der bald mal bergab ordentlich. Ich glaube, es regnet schon wieder. Du müsstest dich jetzt etwas rechts halten, um auf einen Weg zu kommen. Oder links für den Berg runter. Ich halte mich links. Dann musst du stark nach links. Du kannst ja auch auf der Karte ein bisschen gucken. Mache ich ja jetzt irgendwie, versuche ich zumindest. Komm, Baum, gib nach, du Arsch. Naja, ich werde wohl hier erstmal irgendwie mich durchkämpfen müssen. Was ist denn, wenn man mit Schwung gegen den Baum fährt? Dann kriegst du noch höheren Schaden als ohne. Gibt der nicht nach? Nein. Wenn es ein kleiner Baum ist, ja. Wenn es ein großer Baum ist, nein. Also eine Birke? Die wird wahrscheinlich stehen bleiben. Ja, ich merk's.
es ist langsam penetrant. Ich muss einfach rechts runterfahren. Oh lol, wo bin ich denn gelandet? Weil der Witz ist nämlich, hier ist nämlich null Ausweg zum Rauskommen. Um auf den Weg zu fahren. Und das mit 64 Litern Diesel. Du heilige Scheiße, wo bin ich denn jetzt drin gelandet? Aber ich komme da durch. Du musst dir vorstellen, doppelradtiefer Matsch mit Steinen, mit großen, dicken Steinen oben drauf. Du musst dir vorstellen, zwei Birken stehen nebeneinander und ein LKW will durch. Nennt sich Wald. Ich bin da ja nicht reingefahren, nur auf Anweisung. Du musst genau jetzt rechts abbiegen. Das sagst du so einfach. Nein, ich muss jetzt rechts abbiegen. Hört man's regnen? Nein. Na, warten wir noch ein bisschen. Dann hört man's regnen. Nein, ich habe einen Stein unter mir drunter. Nee, warte, das geht so nicht. Ich muss das Fenster wieder zumachen. Weil es könnte ja reinschiffen und da habe ich keinen Bock drauf. Als ob der Baum weg ist. Echt? Ja. Was? Birke. So. Bin da jetzt 10-mal dagegen gefahren, keinen Schaden bekommen, sie hat nachgegeben. Nice. Dann war es ein freundlicher Baum. Hallo, was ist denn jetzt los? Ah, okay, noch ein viel dickerer Stein unter der anderen Seite. Geil, Motor abgewürgt und noch 48 Liter Diesel. Ziehen wir uns jetzt einfach mit der Winde verdammt nochmal raus. Ich kotze. Ich kotze auch gleich. Bitch. Ja, Achievement Unlocked, der Fahrer. Was kann der? Guck mal gerade. Fahre 100 Kilometer, okay. Ich bin in meiner gesamten Spin-Tires-Karriere schon 100 Kilometer weit gefahren. Ich bin auf einem Weg, auf einem befestigten, naja, fast befestigten, auf einem Waldweg. Mit Ästen, aber ohne Matsch. Richtung Kraftstoff. Ja, den bräuchte ich. Was ungefähr hieß, ich bin ganz bei dir in der Nähe. Ich müsste erstmal aus dem Wald rauskommen. Warte, ja! Nein! Da ist so ein Muchbaum schon wieder, ey. Ja! Okay, hab's geschafft, bin runtergekommen. Hab aber auch 200 Schaden. Okay, ja. Du fährst jetzt einfach geradeaus runter, dann ist da ein Weg, da fährst du dann links die Serpentine runter, dann die erste Möglichkeit, die du hast, wieder links rein. Ich kann aber. Ja, okay. Ich muss erstmal weiterkommen. Ja. Ich auch. Dann fährst du mit mir bitte mal hoch zum... Hast du Holz drauf? Ich hab Holz drauf, ja. Willst du dir den K700... Alter Schwede, geht das hier? Den K700 willst du dir denn auch freischalten? Weil wenn ja, kommst du mit. Im Moment oder könntest nicht. Du dort warten, wo du bist? Ja, ich warte am Kraftstoff. Ich bin nämlich jetzt genau am Kraftstoff. Schaffe ich das noch mit 36 Litern zu dir? Im Optimalfall ja. Wenn nicht, komme ich dich holen. Was, erste Serpentine noch runter, ne? Ja, dann fährst du da jetzt weiter. Es ist ein normaler befestigter Waldweg, der kannst du Sperren und so weiter theoretisch rausmachen. Verdammt. Ich muss aber hier dann nochmal hoch, muss zum K700, ne?
Der muss getankt werden. Ach so. Ja, dann musst du da nochmal. Jetzt links. Jetzt Scheiße. Links. Gottverdammte Scheiße. Sprit all? Nee. In Schlamm gerutscht. Ja, blöd. Jetzt links, wo ich bin, ne? Jetzt links, genau. Und dann ist da ein Weg, ein befestigter Weg. Vorsicht, da vorne liegen Steine. Und jetzt ist da ein befestigter Weg. Und jetzt fährst du da einfach lang. Ohne Allrad- und Differentialsperre schaffe ich? Ja. Nee, schaffe ich nicht. Nicht? Was? Okay, dann. Nur Allrad rein. Dann probier das. Geschwindigkeit bringt Stabilität, deswegen ich fahre Vollgas vor der Gang bis jetzt. Ja. Musste doch die Differenzialsperre mit reinmachen. Okay, ja. Es könnte sein, dass gleich ein bisschen Matsch kommt. Aber nicht viel, wirklich nur ein Teelöffelchen voll. Und dann über Ach, die Brücke. Scheiße. Dann über die Brücke drüber. So, ich fahre mal aus dem Tanktrigger raus, dass du da geradewegs reinsteuern kannst. Die Brücke ist hier. So, Parkplatz. Oh nein. Jetzt müsstest du eigentlich da sein. 14 Liter Diesel noch. Gut. Hallöchen. Du hast es geschafft. Alter, mach voll hier das Ding. Oh. Und oh, dein LKW geht gerade so runter. Ich bin einfach 8700 Meter mit dem LKW fast gefahren. Was? So, und jetzt fahre ich mal weiter zu dieser nächsten lustigen Verdeckung da. Also machen wir hier vorsichtig setzen zurück. Und ich fahre zum K700. Ja. Fahr du vor. Willst du mitkommen? Nein, ich fahre in die andere Richtung. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Wenn es hier weitergeht, was es geht. Ja, hier geht's weiter. Gott sei Dank. Nein, tut's nicht. Was ist das denn für ein Mist? Wie lange nehmen wir jetzt auf? 1 Stunde 38 und 6 Sekunden. 9. 11. Bei mir sieht man 11. halt immer mal den normalen Hintergrundbildschirm. Ja, bei mir nicht. Aber bei mir nicht. Das ist ja nicht so schlimm bei mir, hoffentlich, oder? Ich weiß es nicht, nein. Ja, wie löse ich das Problem denn jetzt? Das ist jetzt interessant. Was denn? Der Kraftstoff ist nämlich mal wieder eine Sackgasse. Wo es nicht weitergeht. Soll ich dir helfen kommen? Nein. Hier ist halt einfach der Weg zu Ende. Das ist. Du willst einfach nie Hilfe, gib's zu. Wieso, wenn ich im Moment auch keine brauche? Weil da hinten geht nämlich. Es geht nämlich schon weiter. Nur, das ist halt kein kartografierter Weg. Kannst du mal kurz auf die Map gucken, Nene? Doch. Ach gut, ich muss rechts rum. Ich hab's jetzt schnell selber geguckt. Biegen Sie rechts ab. Dann folgen Sie der Straße bis zu Ihrem Ziel. So, nicht kartografierter Weg. Zwischen den Bäumen hindurch. Autsch, waren Sie Schaden? Ist bei mir in der Nähe. Ach, da gucke ich jetzt schnell mal selber. Ist ja oben beim K700. Mit dem K700 hole ich noch die anderen beiden Verdeckungen hier oben. Da kommst du wahrscheinlich nicht hin. Ja, ich fürchte auch. Wahrscheinlich muss ich den ganzen Weg, den ich gerade fahre, wieder zurückfahren, weil es von hier, musst du auch. Da wo ich bin, wahrscheinlich keinen direkten Weg zum Ziel gibt. Naja, gibt ob es nicht. Fällt. Da doch, vielleicht gibt's den da hinten durch die anderen Verdeckungen durch. Hier so, da. Ich hole aber die Verdeckungen, die auf der Höhe vom K700 sind, die beiden hole ich noch mit dem. Ja, ich probiere mal zu dieser anderen da noch zu kommen, die sich noch bei mir hier irgendwo rumtreibt. Deswegen fahren wir jetzt mal so parallel am Fluss vorbei durch die Pampa. Ah, da ist es schon. Die ist nämlich auf meiner Seite. Die ist gar nicht auf der anderen Seite. Die Edge-Verdeckung. So, gleich ist sie weg. 3, 2, 1, tschüss. Ja, ich hole hier oben die beiden noch. So, und es gibt einen Weg zum Ziel und genau den fahre ich jetzt auch lang. Ein Stück zurück. Ich muss zusehen, dass ich mal schnell zum K700 komme. Also, was? Ah, da.
dann fahren wir mal den Berg hoch. Alter. Zum Glück habe ich getankt. Wieso? Weil ich jetzt gerade so eine gefühlt senkrechte Wand hochfahre. Da ist aber ein Weg. Die muss dann auch nochmal lang fahren. Nein, es gibt einen Weg, der führt mich direkt zum Ziel. Also hoffe ich. So. Also fünften Gang bergauf schaffe ich nicht. Ich schaffe gerade mal den ersten mit, ja, 2 Metern pro Minute oder so. Gefühlt. Und Serpentinen. Ich muss jetzt so gucken, wo der Car steht. Die rechte Abzweigung. Boah, der ist so geil. Dieses Gerät ist so geil. Welches? Den ich fahre, den C225. Ich fahre den auch, der ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, ich fahre den. Du kennst doch auch den Typ B66. Ja, dieser IFA W50 Verschnitt. Ja, was sagen Sie dazu? Schade, dass man damit kein Holz transportieren kann. Ich mag den eigentlich. Ich auch. So, durch die Steine oder so. Ich mag auch den Typ D und den Typ E. Ja. Nur die sind halt relativ groß. Ah, ich mag den Typ D am meisten. Das ist der E ist halt als Bergungsfahrzeug gut. Ja. Und mit dem kann man auch Holz transportieren. Nur leider hat er keinen Kranaufbau, den man steuern kann. Das wäre noch viel besser. Okay, ich fahre jetzt zum zweiten Mal über den Acker. Aha. Okay, ich nehme nicht die Spuren von vorhin, die sieht man noch. Ja, das ist nie gut. Alter, du musst dir mein Video angucken. Unbedingt, dann weißt du, was das hier für ein geiles Gerät ist. Ich fahre den Weg dann nochmal mit dem K700, keine Angst. Ach so, ja, gut. Du musst dir mein Video noch angucken. Ja, klar. So, wir schalten jetzt mal. Okay, hoffentlich komme ich jetzt durch die Spurrillen, die ich hier reingefahren habe, durch. In 1 Plus. Man sollte halt nicht im fünften Gang anfahren. Nein, das ist schlecht. Das geht nämlich nicht. So, Geländeuntersetzung ist aktiviert. Ich fahre hier gerade eine ziemlich coole Passstraße entlang. Die muss ich mir gleich mal angucken. Ich fahre aber erst mit meinem C255 ein Stück an die Seite. F1, K700. Endlich, Alter. Hat er eigentlich 5 Gänge? Als ob der K700 5 Gänge hat. Bist du noch da? Ja, ja. Ich habe gerade am Berg versucht, den 1 Plus zu schalten. Soll ich dir helfen kommen? Nee, ich bin oben. Alter, dieser K700, der hüpft wie ein Wiesel auf dem Fell. Man sieht sich nochmal. Mit Sicherheit. Ich hinterlasse Fahrspuren, Alter. An sich, was sagst du zu den alten russischen Fahrzeugen? Nicht klein zu kriegen. So. So Lada Niva oder so. Oh, tolle Fahrzeuge. Ich nehme dir gerade die Arbeit weg, ne? Wieso? Ja, noch eine Verdeckung weniger. Mit einem beladenen Holztransporter mit Kranaufbau. Ja, geil. Ich habe meinen LKW im Griff. Das kannst du glauben. Ich bin der Offroad-Profi. Ich mein K700 auch. Oh, das war mal eine eingestürzt. Eine Brücke.
Also der dicke Gang beim K700 reicht schon für 15 Liter pro Minute. Nice. So. Nur mit Allrad, Differentialsperre macht das immer an. Ich weiß auch, bei der allerletzten Verdeckung, bei der letzten Verdeckung warte ich auf dich. Okay. Wo sind die überhaupt? Auch da irgendwo. Gut. Ich bin auf dem Weg. So, 1 plus aktiviert mit Drehzahl. Check. Kannst du mal auf die Karte gucken, wo ich lang fahre? Nein, jetzt gerade nicht. Sonst würge ich mein Fahrzeug ab. Scheiße, ich fahre genau nicht dahin, wo die Verdeckung ist. Doch, ich sehe sie. Ich sehe sie. Mann, ich bin im Oberholz verlaufen. Ich hau hier gerade ein, ich schieße mich nach dem anderen aus. Nein, du warst schon da. Verdammt, da wollte ich gerade hin. Schande. Ich komme nämlich hier gerade durchs Gelände gefliegt. Warte, gleich bin ich da. Guck, da bin ich. Komm, ich fahre hinter dir her. So, warte mal. Irgendwo ist hier anscheinend ein Weg. Ah, okay, du fährst hinter mir her. Gut. Ich habe gerade wieder 2 Achievements an. Ich muss mal gerade gucken, was das jetzt war. Ich habe 1 Hügel beendet, glaube ich. Aha. Umwerfen, drehe ein Fahrzeug aufs Dach. Was war? Ah, Mushroomer. Squelch 50 Mushrooms. Und der Fahrer. Fahre 100 Kilometer. August. Alter, diese. Wo kann man nochmal hupen auf K? G. Die Vögel fliegen weg, guck mal. Geiles Easter Egg. Ich habe keine Ahnung, welche Erfolge ich freigeschaltet habe. Oberholzfälle. Ah, Fälle. 30 große Bäume. Nice. Hä? Du musst langsamer machen, der Alter kommt schon bombig hinterher. Ja, Bäume gehen nicht weg. Oh. Doch, gehen sie. Okay, gut. Holzfäller bin ich. Halt. Da ist die Straße. Ja, ja, ich komme. Alter, der K700 hat eine Performance, ey. Nice, nice. So, ich müsste jetzt nur hinterherkommen. Jetzt hält mich nichts. Im Schlamm ist der scheiße. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Doch, ein rollender K700. Nee. Hügel-Koop. Ah. Absolviere das Level Hügel im Mehrspielermodus mit mindestens 2 Spielern. Ah, okay. Krass. So. Wo wollen wir mal hinfahren? Ich zeig dir jetzt mal diesen Bergpass, wenn ich ihn noch finde. Wir haben ja alles gefunden. Alles entdeckt. Die Map sieht schon geil aus, wenn man so drauf guckt, ne? Der K700 auch, wenn man so drauf guckt. Ich würde sagen, lass uns komm, wir flügeln ein bisschen durchs Gelände, so wie ich es gerade gemacht habe. Willst du den K700 noch freischalten schnell mit? Nee. Fahr mir mal hinterher.
Ja. Ich muss erstmal hinterherkommen, ja? Weil der alte K700 kommt nicht so schnell hinterher. Ah. Ich stehe voll auf dem Gas. Ich kann natürlich auch in den anderen, in den LKW mit Tankwagen einsteigen. Nö, fahr den K700 weiter. Ah ja, du bist da. Okay, ich fahre weiter. Sonst fährst du mir noch hinten auf. Da bin ich gerade mit einer Tour Holz durchgefahren. Ja. Geradeaus? In dieser Geschwindigkeit, ja. Genauso wie ich gerade fahre. Ich fahre nämlich meine rote Linie wieder zurück. Hoppla. Du hast mich hinterlassen, ne? Du merkst das nicht. Was? Du fährst ohne mich. Ja, du bist auch falsch abgebogen. Ich sagte nicht einem Weg folgen, ich sagte durchs Gelände folgen. Ja, der alte K700 wollte halt mal weg. Das kann ja gar nicht sein. Jetzt links rum, ne? Ja, jetzt musst du dich links halten. Aber nicht so weit. Noch ein bisschen weiter, 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 weiter. Und jetzt fährst du, jetzt drehst du ein bisschen nach rechts und jetzt fährst du genau diese Schneise geradeaus durch, bis du mich siehst. Links. Hallo, wo willst du hin? Oh. Jetzt rechts. Du fährst wieder falsch. Mach doch mal langsam. Oder geht das nicht? Sonst hat er keine Geschwindigkeit. Du brauchst doch keine. Wie weit muss ich zurück? Gut, reicht. Jetzt drehst du nach rechts. Jetzt fährst du langsam vorwärts. Links. Links. Ja, stopp. Reicht. Und jetzt einfach geradeaus. Ja, gegen den Baum. Ja. Durch die Bäume durch und dann fährst du einfach geradeaus, bis du mich siehst. Meine Güte, ist das so schwer. Ja, wo bist du denn? Links. Siehst du mich jetzt? Verflucht. Boah, geil, hier will ich mal mit Langholz lang. Ja, klar, vor allem. Lass mich mal spaßenshalber. Ja, jetzt mal ehrlich, du fährst einen LKW mit Langholz. Ich fahre ein K700 von hinterher, von weg. Warte mal, ich muss mal gerade meinen Kran wieder herstellen. Weil der sah ein bisschen verreckt aus. Das geht mir die Nerven. Ich schalte mal in die Plus 1. Und immer schön auf dem Gas bleiben. Geht halt nicht, wenn der Trecker qualmt wie so. Halt an, abgesoffen. Abgesoffen? Komm, ich bin in Schwung, fahr zu. Okay. Halt's Maul. Gleich kommt der Part, da will ich sehen, wie du dich nicht aufs Dach legst.
Also wenn ich mich nicht verfahren habe, kommt der gleich. Aber ich habe mich nicht verfahren. Ich bin nämlich richtig, das merke ich gerade. Wo lege ich mich denn bitte aufs Dach? Ja, jetzt warte doch mal. Der alte K700, der kann alles. Boah, hier macht bestimmt Fun, hochzufahren mit einem vollbeladenen LKW. Hallo, da bin ich vielleicht gerade hochgefahren mit meinem vollbeladenen LKW? Ich meine jetzt nicht Kurzholz, ich meine Langholz. Langholz kriegst du da nicht rum, das kannst du vergessen. Komm mal her, dann nochmal hochfahren, nur den Pass. Geht's da eigentlich von irgendwo hin weiter, weil ich jetzt gerade bin? Ging es da über den Fluss? Nein, ging es nicht. Wo fahr ich denn lang? Ach, ich fahr hier im Berg hochgekehrt. Oh lol, hier ist eine Brücke. Und zwei Scheißhäuser. Ne, hier ist im Moment ein K700, der nicht weiterkommt. Ah ja. Ja, wie geht's jetzt hier weiter, Freunde? Wo ist denn die? Wo lege ich mich denn aufs Dach? Ne, das ist schon vorbei. Ja. Oh mein Gott. Wie geht's jetzt hier weiter? Du stehst auf der Brücke, ne? Kann das sein? Ja. Kann sein, dass ich dich anschiebe. Ja. Ich wollte dich etwas. Können wir nochmal den Weg hochfahren, den wir eben drüben da gefahren sind? Kannst du tun. Du mit. Kommst du? Ja, hier geht's. Hallo. Ja, ich glaube, hier geht's ja nicht elektrisch weiter. Ne, hier ist nur noch mehr Matsch. Das ist shit. Das ist hey, ich habe einen K700. Würden es vielleicht mal rumdrehen. Verzeihung. Aber nur im ersten Gang hoch. Ja? 1 plus oder? Normal erster Gang. Alter, dieser also Kack. Dieser Kackmatsch, ey. Gibt's doch nicht. Ja, du fährst weiter, ich fahr mich fest. Ah ja, Pech. Ja, geht. Wenn ich jetzt den Weg noch finde, ich glaube, ich bin zu weit gefahren, kann das sein? Nein. So. Kannst du warten? Ja. Ja, ich muss mal gerade den ersten Gang einlegen. Lol. Also nur im ersten Gang hoch, ne? Ja. Wozu ist, wenn ich rechte Maustaste drücke, wozu, was passiert, wieso gibt der dann automatisch Gas? Keine Ahnung. Quasi ich drücke oben auf diesen Kupplungsknopf drauf. Lass die Kupplung schleifen und drücke dann die rechte Maustaste und dann gibt der Gas. Naja. Also man sollte auf die Hand kommen, so logischerweise rausmachen. Schaffst du es auch im zweiten Gang? Ja, man sollte auch nicht den Neutral schalten. Das wäre gut. Oh Scheiße, abgesoffen am Berg. Und hier bin ich gerade eben mit voller Ladung hochgefahren. Das musst du dir immer vor Augen halten. Das musst du schaffen. Ihr schaffst du nicht mehr als erster Gang. Ah ja, nee, hat ja auch keiner behauptet. Oder ich habe einfach nur die falsche Gruppe eingelegt. Nee, Quatsch, wenn ich ganz nach hinten ziehe, fahre ich rückwärts.
Ich muss öfter schalten, das merke ich gerade. Und zweiter Gang geht auch noch. Nur wie lange? Hallo, du hast ja auch größere Reifen. Ja, ich schaff's trotzdem nicht. Ich habe probiert. Nur jetzt bin ich gespannt, wie du diese Passage meisterst. Das klingt im Prinzip so, als wenn ich davon überzeugt wäre, als wäre mein LKW geländegängiger als dein Traktor. Das ist absoluter Irrsinn. Welche Passage muss ich denn jetzt hier? Jedem das bisschen Schlamm. Ja. Du kannst ruhig mal bleiben, ja? Ja, ich bleib mal hier kurz stehen. Also ich weiß ja nicht, was du willst, ne? Soll ich mal meinen Tankwagen holen, der noch voll ist? Und den Car hier rückwärts hochfahren an den Berg? Nee. Ich schmeiß den hier jetzt die Klippe runter. Vorne an der Werkstatt. Komm, lass machen. Bist du im ersten Gang oder zweiter? Zweiter, dritter. Ich hab die falsche Gruppe gewählt. Weil ich hab den Gang. Ich hab nur vier Gänge. Zweiter, ich hab den Gang nämlich manuell begrenzt, dass er nur den ersten kann. Das war ziemlich unsinnig. Jetzt fahre ich diesen Weg hier nämlich mal zu Ende verfügt. Fünfter. Junge, lässt du mich jetzt mal vorbei? So, 1 plus. Hast du das Licht an bei dir für beim Fahren? Ja. Ja? Ja. Weil ich finde, ohne Licht sieht das so ein bisschen irrsinnig beleuchtet aus. Es ist zwar dann irgendwie schon mit Licht dunkler, aber das ist mir dann egal. Das ist dann halt so. Also wir haben genau 1 Stunde 50, ne, gebraucht, bis die Map fertig war. Bei mir steht 52. Scheiße. Was? Mein Motor ist kaputt. Was? 600 Schaden. Good job, Kevin. Das ist aber normal bei meinem... Ich rette mich mal zur Werkstatt, ne? Mach das, ich fahre zur Werkstatt. Ich bin ja gleich da. Ich muss ja nur die Straße finden. Wo bin ich denn schon wieder? Ah, hier bin ich schon wieder. Ah, hier ist das ja hier alles zu Ende. Ich stelle mich schon mal an die Klippe. Ja. Ich flüge hier mal die Landschaft noch ein bisschen kaputt. Ah, hier gibt's den Weg, okay. Man sollte halt mal Allrad anmachen. Das wäre sinnvoll. Differentialsperre ist ja immer beim K. Beim Typ E auch. Ja, warum auch nicht, ne? Ah, nee. Also mehr als erster Gang sind Gelände kaum drinnen mit dem Car. Außer du beeilst dich so, dass du voll aufs Gas latscht. So, ich bin jetzt auf der Straße. Ich kämpfe mich noch durch den Schlamm. Also der Car ist ja schon ein geiler Traktor, aber so im Gelände ist der scheiße, finde ich. Echt? Hm. Also jetzt mit Handschaltung halt, ne? Ja.
Alter, die Silhouette meines Lastwagens sieht so geil aus mit diesen dicken Ballonreifen und diesem tollen Kranaufbau drauf. Schön. Den schmeiße ich nicht die Klippe runter. Wir schmeißen diese hässlichen B-Modelle den Berg da runter. Okay, da fahren wir rund, treffen wir uns unten bei der Werkstatt. Oben, auf dem Berg. Ach Mann, ey, jetzt muss ich mal zurückfahren. Oder warte mal, ich bin ja schlau, ne? Kann sich dahin retten. Ich fahr dahin. Weil es mir Spaß macht, diesen LKW durch die Gegend zu fahren. Das sieht auch grafikmäßig gerade richtig geil aus. So leck mich fett. Ey, wie wollen wir denn das machen mit dem Typ B 130? Du weißt hoffentlich schon, der hat kein Allrad, ne? Ach so, stimmt. Na, ich versuch's mal, vielleicht komme ich ja durch den Schlamm. Da ist der Tanklaster. Ich hoffe, dass meine Idee funktioniert. Okay, festgefahren habe ich mich schon mal. Ah, der Sound von dem B hört sich so geil an. Ich appeare gerade an der Werkstatt. Der kommt einfach keinen Berg hoch, Alter. Ich habe eine saugeile Idee, weißt du welche? Nee. Du siehst doch, wo ich bin, oder? Ja. Kannst du da hingefahren kommen mit deinem Typ B? Kann ich tun. Weil durch den Schlamm kommst du nicht. Kommst du hier? Ah, toll. Hallo, bin da. Ja. Bessere Idee. Nach, also Richtung Pass kommst du nicht mit dem hier. Wir müssen es in die andere Richtung versuchen. Verstehst du? Ja. Mal schauen, ob man das schafft. Also rechts rum bei der Werkstatt geht. Ich glaube, du hast das Spiel nicht so richtig verstanden. Wieso? Naja, du musst einfach nur an der Werkstatt geradeaus runterfahren. Und dann entstehen solche Aufnahmen, wie ich sie gerade gemacht habe. Bei der Werkstatt einfach gerade runter. Warte, ich zeig's dir mal mit einem anderen. Haben wir da noch was? Das hier. Alter. Warte, du musst den B. Häng den. Hallo, hör mal auf. Häng den Tanklaster an, den Tankwagen mit der Sattelkupplung. Hast du? Bei dem hier. Ja. Bei dem B. Bei dem B. Sattelkupplung und Tankauflieger. Genau. Alter. Und dann fährst du einfach hier, musst die Differentialsperre reinmachen und die Kettenräder. Dann fährst du einfach hier rein. Hallo, hier mit hinterher und dann einfach hier über den Berg und dann lässt er einfach rollen. Und du fliegst dann eben aufs Dach und ich nicht. Ja doch, ich jetzt auch. Oder ich bleibe am Baum hängen. Ja, oder das. Ja, oder das. Dann hat's bei mir hier wenigstens geklappt. Ach du Scheiße. Hallöchen. Aua. Warte, ich verpiss mich da mal gerade. Oh. Toll. Ich probiere das mal nur mit dem B. Mach das. Oh, warte, ich habe ja noch einen da rumfliegen. Ich könnte mich auch nochmal zurück zur Werkstatt setzen.
und das Ganze nochmal probieren, weil das macht richtig Spaß. So. Jetzt komme ich. Aua. Mal sehen, ob ich das nochmal so hinkriege wie gerade eben. Also ich liege auf dem Dach ohne Anhänger. Das war nämlich ziemlich spektakulär. Oh nein, Stein. Ich rette mich nochmal zur Werkstatt. Warte, du musst dir das mal angucken, was ich jetzt mache. Ah nein, ich bin falsch gefahren. Scheiße. Ich muss mich jetzt aber retten. Ich baue den Tankwagen nochmal an, ich gebe ihm eine Chance. Schande. Wieso? Ich bin gerade wieder in einen Baum gefahren. Ich könnte ja auch da oben. Du musst einfach Schwung holen irgendwie. Ja, das wäre sinnvoll. Vielleicht schon mal zweiter Gang gehört das Wort. Was? Zweiten Gang. Ja, oder sich nicht im Schlamm festfahren, das wäre auch eine Variante. Zum Glück hat dieses Ding eine Winde. Warte, was passiert denn, wenn ich jetzt... Als ob sich der Anhänger abgekurbelt hat. So. Tschüss. Na, schmeiß ich den Baum noch um? Nein, tue ich nicht. Surprising. Ah, damit dieses schöne Bild entsteht, ist das schön. Okay, ich kann auch nicht mehr starten. So. Falsche Taste. Oh, hallo. Hi. Alter. Mushroomer. Gesundheit. Danke. Du hast 50 Pilze kaputt gemacht. Mal schauen, ob ich mich retten kann. Nee, kann ich nicht. Doch, zur Werkstatt. Ah. Versuch einfach mal mit dem B, ne, ohne einen Anhänger. Weil damit kannst du schön Schwung holen. Ah, stimmt. Also ich schaff's im fünften Gang hoffentlich mal. Ich stehe schon wieder im Schlamm. Zweiter, dritter, vierter, ich mach das jetzt mal fünfter, an. Bergab noch, runterfahren, ne? Oh mein Gott. Alter. Schade, beinahe wieder auf den Rädern gelandet. Probier jetzt was aus. Ich rette mich nochmal und mach einfach mal sau viel Zeug dran, also was halt geht alles, ne? Ich schleppe den jetzt mal da raus aus diesem Morast. Um den diese Klippe jetzt da runter zu schmeißen, verflucht. Okay, ich habe einen Wagen hin. Ich glaube, der bringt nichts. Okay.
Oh, Differenzialsperre sollte man halt rein. Und Handbremse also raus jetzt, machen. Ja. Ich habe jetzt eine Ladefläche und noch einen Anhänger. Okay. Ich bezweifle, dass die Zuschauer sich das noch angucken, was wir hier machen. Ich auch, aber es macht Spaß, deswegen machen wir es ja. So. Als ob ich ein Video geschafft habe. Was? Ich habe es geschafft, auf den Hinterrädern vom Typ B 130. Das müsste ein Achievement geben. Echt? Ja, also nee, das sollte ein Achievement geben. Nur schade, dass es das nicht tut. Was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ich probiere was aus. Was denn? Ich will den diesen Berg da runterschmeißen, und zwar den großen. Deswegen habe ich den jetzt mal auf diese Asphaltstraße geschleppt. Und nehme jetzt mal ein bisschen Schwung. Und dann... den schon vorher kaputt zu machen. Natürlich. Oh, der brennt schon. Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Unter der Werkstatt. Als ob ich einfach wieder ein Achievement habe. Hopp, los, noch einmal rum. Jawohl, und nochmal Rolle, 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 Rolle. Und auf den Rädern steht. Ich komme mal mit dem K700 davor gefahren. Und ich roll den Berg runter. Wie geil ist das denn? Die Handbremse ist nämlich raus. Der Motor ist hinüber. Krass. Ich komme mit dem K700 mal gefahren und fahre auch noch mal die Passstraße mit Schwung, dass ich runterfall. Zur Passstraße willst du noch mal fahren? Das dauert ja ewig. Die Richtung andere Werkstatt. Ach so, die. Also die Serpentinen im Prinzip. Ja, meine ich doch. Ich lass dir meinen kaputten B430 mal im Weg rumstehen, damit du mal siehst, was man mit dem so alles machen kann. B130, ja, meine Güte. Meine ich doch. Was machst du heute noch so? Oh, mal schauen, was ansteht. Ich, ja, mal noch das Video von Sascha LKW vernünftig gucke. Und dann penne. Und dann noch Rasen mähen irgendwann? Vielleicht. Nee. Eben nicht. Es hat geregnet. Das kannst du vergessen. Ich habe eine saugeile Idee. Wo bist denn du gerade? Ich habe mich gerade mal zur anderen Werkstatt begeben. Aber ich kann nachher wieder zurückkommen. Ich probiere nämlich jetzt gerade mal was aus. Also wenn du auf einen auf der Seite liegenden K700 sehen willst, musst du einfach... Ja, ich guck mal vorbei. Soll ich ihn liegen lassen? Ja, lass ihn. Er liegt noch. Hallo, wie geht's hier nochmal weg? Ah, okay, einfach jetzt gerade aus. Ah, so, okay. Ich probiere mal was aus, was ziemlich irrsinnig erscheint. Ja, Sekunde, ich komme gleich wieder. Ich muss nur noch mal aufs Klo, weil sonst ist meine Hose nass gleich. Ja.
Alter. Das sind Erfahrungen mit Spurrillen. Wo okay, liegt, was machst du? Ja? Wo liegt dein K700? Ich hab nämlich gerade einen B130 von der anderen Werkstatt auf die Passstraße geschickt. Und der kommt da auch ganz schön gut durch. Du brauchst eben nur Strom. Das heißt, der K700 liegt vor der dritten Kehre. Das heißt, der müsste ja gleich sein. Vor der dritten Kehre? Achso, ja, weiter. Ich sehe auf dem Ding nur meine Fahrzeuge. Ich habe es gerade gesehen. Es ist Wahnsinn, dass dieses Ding das schafft. Diese kannst du nicht mal abschleppen. Ich kann es probieren. Vielleicht geht's ja. Ne, wie komme ich da jetzt dran vorbei? Ohne wieder da runterzufallen. Ich kann noch zur Werkstatt zurücksetzen. Das wäre gut. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ich komme jetzt mit dem. Warte, stopp! Scheiße, du hast ihn jetzt schon weg. Ich komme mit dem C6522 mit einem Tankwagen jetzt hoch zu uns und dann okay. Mit Schwung runter. Okay, vielleicht explodiert er ja. Der Tankwagen ist ja nicht mal voll. Mit dem großen halt hinten, ne? Auflieger. Ja. Ich hab mich festgefahren. Warte, ich komme. Geht's oder? Nee, keine Chance. Nicht mit so einem Popellastwagen. Warte, komme ich an dir vorbei? Wenn du von unten hochkommst, musst du hinter mir stehen bleiben, dann kann ich mich nach hinten rausziehen, dann kann ich weiterfahren. Ja, es dauert halt nur noch ein bisschen. Ja, ich guck mal. Ich bin voll auf dem Gas. Ja, ich sehe es. Du bist gleich da. Ah, dann fährst du mal an meinem ersten B130 vorbei, den ich die Klippe runtergeschmissen habe schon. Der steht nämlich wieder mitten auf der Straße. Oh. Nein, du sollst ihn dir ja nur mal angucken. Der sieht nämlich ziemlich lustig aus. Wo steht er denn hier? Nein, gleich weiter. Der steht da im Wald drin. Gleich müsstest du ihn erkennen. Was machst du denn? Wie fährst du denn schon wieder? Ich guck nach deinem Typ B. Der steht mitten auf der Straße. Fahr doch einfach weiter. Aber pass auf, der erscheint überraschend. Jetzt. Ich kann eh durchfahren. Ach so, scheiße, stimmt. Alter. Sieht schlimm aus, oder? Nee, der Typ C6522 kommt nicht aus dem Arsch. Nee, kommt er nicht. Ah, ich sehe dich gerade da unten langfahren. Lol, was hast du denn angebaut? Du hast ja jetzt mal die Vollgranate mal angebaut hier. Leck mir am Arsch. Heiligsblechle. Jetzt muss ich hier nur rumkommen. Kommst du? In 2 oder 3 Zügen. Also in einem definitiv nicht. Ein Stück zurücksetzen.
und rum. Na, fahr weiter, fahr weiter. Das packt er. Nur nicht den Berg wieder runter, das wäre unpassend. So. Stopp. So viel auf die Straße zu kommen. Danke. Geht es ganz schneller? Schnell genug? Na, ein bisschen langsamer. Nee, sonst komme ich den Berg nicht hoch. Hoppla. Bleibst du bitte dann auf dem Asphalt stehen, dass ich dich hinter mir herziehen kann? Hä? Willst du nicht zur Werkstatt? Nö. Ich fahr dir einfach mal hinterher. Nö, ich dreh jetzt hier oben mal rum und schmeiß mich wieder den Berg runter. Komm ich da auch lang? Ich glaub nicht, dass du da rumdrehen kannst, weil... Probier's aus. In einem ich habe Allrad und Differentialsperre, ja? Wie kommst du da rum? Nach Zug 950 bin ich auch rumgekommen. Und? Stirn. Oh. Alter, geil. 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 Ich hab ihn auf die Nase gestellt. Ich hab ihn auf der Motorhaube geparkt. Also auf der Stoßstange geparkt. Am Berg. Das sieht ziemlich cool aus. Was machst du denn da? Oder? Sieht doch lustig aus. Find ich. Ich find's jetzt nicht mehr so lustig, weil mein Anhänger hier noch rumsteht. Ah. Hä? Was hat denn der Anhänger da zu suchen? Ich hab ihn verloren. Unmöglich. Und macht Feuerwerk. Ja. Ja. Warte, der Anhänger kann man ja auch wieder anhängen, ne? Ja. Mal schauen, ob das in dem Fall funktioniert. Funktioniert das immer? Meistens. Entfernung verringern. Es wäre halt mal geil, wenn jemand den Wagen halten könnte, weil der rutscht nämlich meistens weg. Bist du noch da? Ja. Ich probiere mal gerade schon wieder was aus. Ja, angekoppelt. Jetzt fahren wir nochmal hoch. So, und jetzt fahren wir mit Anhänger darunter. Wo bist du denn? Ich komme gleich den Berg darunter. Mit ganz schön. Ich dreh noch rum. Geil. Ich habe mich zum Rest meiner restlichen Ausrüstung gelegt. Mitten in den Wald. An diesen Hang. Kann es sein, dass hier Bibis Beauty Palace und Julienko heiraten?
Sagt wer? Hat irgendwie mein Bruder gesagt, dass sie heiraten. Ja, wundern wird's mich ja nicht, aber... Na gut. Naja, was die für Fotos posten bei Instagram. Hm. Die posten so Fotos, wo es aussieht, als ob die gerade im Swimmingpool sitzen und miteinander poppen. Krass. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Ah, nee, doch nicht. Ja, Alter, ich hab ein Feuerwerk sondersgleichen. Ja. Warte, ich hab doch das Ersatzrad noch dran, ne? Ja. Du hast 100 Reparaturpunkte. Schaden. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 2 Stunden 32. Wir sollten bald mal Schluss machen, finde ich. Ja. Ich habe jetzt langsam ehrlich gesagt nicht wirklich mehr Lust. Warte, ich bleib hier einfach auf mitten stehen und komm zur Werkstatt, oder wo bist du? Nein. Eine Sache mache ich jetzt aber noch. Ich komme zu dir gefahren. Ja, genau. Ich versenke ein paar Sekunden. Ui. Tschüss. Jawohl. Springt noch an. Fährt auch noch. Frag dich nur, wie lange. Schmeißen wir mal noch den großen Berg darunter. Das ist auch richtig was hermacht. Scheiße. Er fährt. Treffen wir uns bei der zweiten Werkstatt? Warum bei der zweiten? Weil ich habe hier oben kein Fahrzeug mehr. Oder doch, ich kann mich ja retten, ne? Stimmt ja. Setz dich doch einfach dort wieder hin. Kommst du zur Werkstatt? Bin da. Warte. Ich fahre noch aus dir raus. Achso, ja. Motor abstellen. So, gut. Also, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Respekt an euch, wenn ihr diese 2,5 Stunden durchgehalten habt. Wir haben es ja auch getan. Also, nehmt euch ein Beispiel an uns. Und ja, in diesem Sinne, abonnieren und einen Daumen nach oben nicht vergessen. Wäre sehr nett. Unterstützt uns sehr. Schaut beim lieben Felix vorbei auf seinem Kanal. Dort kommt dann die andere Sichtweise. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.